Miau, Hallöchen Pascal und Hallöchen King Orochi, na ihr's? Ja, ihr seid die Ersten. Und Hallöchen Nightmoon. Na, alles fit? Pascal, mir geht es gut, ich hoffe doch dir auch. Miau. Ja, der Umarmungsbefehl funktioniert wieder. Miau, ich hab mal gestern an ein paar meiner Befehle gearbeitet. Ich mache das aber auch diesmal alles über Cloudbot, das heißt, sollte dieser PC hier wider Erwarten auch zerstört werden, was ich mal nicht hoffe, weil der ist nur ausgeliehen und das wird teuer. Nein, ja, das ist ein Cloudbot, das heißt, ich muss den nicht mehr direkt am PC installieren. Theoretisch könnt ihr sogar Befehle einsetzen, wenn ich nicht live bin. Miau. Na, wie geht es euch denn so? Habt ihr viel gute Laune mitgebracht? Mir geht es gut, habe heute Putensteak gemacht mit Kroketten. Das ist geil. Oh, da fällt mir ein, dass ich auch noch ein paar Kroketten im Kühlschrank habe. Shit, jetzt habe ich Hunger. Jetzt wünsche ich mir, dass ich die vorher gemacht hätte. Ja, und sogar noch ein bisschen Soße habe ich dazu. So, ach, cool, Kay. Grüß dich. Na du? Gute Laune und Bier. Ja. Gute Laune ist sehr wichtig bei mir. Weil nur wenn ihr gute Laune habt, habe ich auch gute Laune und nur dann geht's uns gut. Miau. Ja, bastle gerade an meinen Outdoor-Schutz für die Füße rum. Oh, das ist praktisch. Ich hatte auch mal darüber nachgedacht, ob ich mir solche Fursuit-Sandalen hole, aber das Design meiner Füße ist so komisch gemacht, dass man das nicht mit Sandaletten benutzen kann. Die rutschen einfach ab. Ja. Und die neuen Füße, die auch sauber sind, was man sehr dolle sieht, bei denen geht das sogar noch weniger, weil da irgendwie die Zehen noch kleiner sind. Also noch schmaler oder keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ihr wisst ja, wie mein Suit aussieht. Das heißt, ihr wisst theoretisch ja auch, wie meine Beinchen aussehen. Nicht so wie bei Suitern normalerweise. Aber ich wollte das ja auch so knuffig. Ich gehe bald zu einer Foodmesse. Also Essen oder Füße? Nur für den Fall, dass du dich verschrieben hast. Ey, macht mich mal nicht hungrig hier, okay? Miau. Essen, okay. Essen. Ich mag Essen. Sonst darf ich nicht zu viel. Sonst werde ich wieder noch dicker. Miau. Miau, miau, miau. So, bevor ich heute den Stream angeschmissen habe und ich staune, dass ich heute wieder halbwegs pünktlich bin, mal wieder vor 18 Uhr dazugekommen, yay! Ja, ich habe überlegt und überlegt und überlegt und ich hatte einfach Lust auf gar nichts. Ich wollte mal wieder irgendwas spielen, was ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, aber auch da musste ich ewig hin und her überlegen, auf was ich eigentlich Bock habe. Und da ist mir eingefallen, boah, ich habe ja schon eine Ewigkeit kein Pokémon mehr gespielt. Und da dachte ich mir, wieso nicht eins von den guten alten spielen? Um es genau zu sagen, einfach mal das allererste. Weil, na, sagen wir es mal so, die alten Pokémon-Games, ganz besonders die ersten, die waren halt einfach noch geil. Steht ja, glaube ich, sogar in der Überschrift. Im Vergleich zu den ganzen heutigen Pokémon-Spielen, wo man theoretisch die Augen zu haben kann und man einfach so alles durchbekommt. Ja, die ersten Spiele waren nicht so einfach. Da musste man noch taktisch vorgehen, um überhaupt ein bisschen zu überleben. Ein Greek Demonas ist da, aber Hallöchen. Ja, na du? So, jetzt aber mal die Frage in die Runde. Wie viele von euch... Gut, ich glaube, ich muss jetzt nicht fragen, wer von euch Pokémon kennt. Aber mal kurz die magische Frage und... Oh, ich sehe gerade, ich muss was trinken. Oder? Nee, das hat sich... Doch, ich muss was trinken und mein Avatar ändern. Das haben wir gleich. Ja, also wie gesagt, fragen muss ich nicht, wer Pokémon kennt. Wer das nicht kennt, der hat irgendwas im Leben falsch gemacht.
Aber wer von euch spielt denn das auch ab und zu? Oder um es anders zu sein, wer von euch würde jetzt nicht sagen, ah nee, Pokémon mag ich nicht, das würde ich niemals spielen. Ich meine, gibt ja genug Pokémon-Spiele. Aber es gibt halt immer auch Leute, die mögen's. Und es gibt Leute, die mögen's nicht. So, was soll ich eigentlich für einen Skin nehmen? Ah, den Stracciatella. Ja. So, da hätten wir ihn dann auch schon. Ich war lange Zeit ein Pokémon-Suchti. Oh, das war ich aber damals auch. Ich meine, ich hatte ja das große Glück, ich habe das wirklich richtig in Reihenfolge gespielt. Das liegt aber nicht daran, dass ich seit meiner Kindheit Pokémon spiele, das stimmt nämlich nicht. Ich glaube, mein erstes Pokémon-Spiel habe ich wirklich erst mit 14 und 15 Jahren gespielt. Denn es lag vielmehr daran, dass ich damals nicht viel Geld hatte. Und naja, so ein altes Gameboy-Spiel und ein Gameboy waren für mich damals natürlich ein bisschen leichter zu bekommen, als halt etwas aktuellere Nintendo-Konsolen. Ich glaube, zu der Zeit, wo ich mein erstes Pokémon-Spiel gespielt habe, und das war zufällig tatsächlich auch, ja, Pokémon Gelbe Edition, da dürfte gerade erst die Wii modern geworden sein. Und die ganzen Nintendo DS konnte ich mir halt nicht leisten und die ganzen Spiele dafür halt auch nicht. Da waren halt ein paar Klassenkameraden, einer von denen hat mir dann einen Gameboy abgekauft für einen Fünfer, ein anderer wiederum hat mir das Pokémon-Spiel gegeben für einen Fünfer. Ja, und dann habe ich das lang hingezockt. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe es nur nie durchgeschafft, weil ich echt schlecht damals war. Kann auf jeden Fall alle Pokémon bis Generation 8 erkennen und ernennen. Ja, das kann ich natürlich auch. Aber ich muss schon so sagen, irgendwann später hat es dann extrem nachgelassen. Pokémon XY war das letzte Spiel, was ich noch halbwegs gut fand. Pokémon Sonne und Mond fand ich dann richtig scheiße. Das ist auch das einzige Pokémon-Spiel, was ich sehr schnell abgebrochen habe, einfach nur weil ich es schlecht fand. Pokémon Generation 8 fand ich zwar auch scheiße, aber das ließ sich wenigstens angenehmer durchspielen. Es hat mich so genervt. Ich bin mal gespannt, wie die nächste Pokémon-Generation wird. Diesmal habe ich ja keine so hohen Erwartungen, aber vielleicht wird das ja mal wieder was Tolles. Miau. So, und schläfere ich euch ein. Miau. Habe ich eigentlich was getrunken? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Miau, 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 miau. Das größte Problem jetzt gleich an diesem Spiel wird sein, die heutigen Pokémon-Kiddies werden das wahrscheinlich nicht mehr kennen, weil man das in den heutigen Games auch gar nicht mehr richtig machen muss, weil da alles von ganz alleine geht. Aber in den damaligen Games musste man seine Pokémon gut trainieren, um überhaupt eine Chance zu haben, weiterzukommen. Ja, das Problem ist, dass man gerade am Anfang erstmal gut trainieren muss und gerade bei der gelben Edition, wo man sich jetzt keinen Starter aussuchen kann, sondern einfach straight Pikachu hinten reingeschoben kriegt. Und ja, der erste Arenaleiter kämpft mit Stein-Pokémon und wer Pokémon ansatzweise kennt, weiß, dass Stein ziemlich krass gegenüber Elektro ist oder umgekehrt Elektro ziemlich scheiße gegen Stein. Und ich darf dann am Anfang auch mal zwei Pokémon trainieren, weil mit Pikachu werde ich das bestimmt nicht hinbekommen. Das wusste ich damals als Kind übrigens nicht. Hab mich immer gewundert, wieso ich den ersten Orden nicht geschafft habe, trotz dass mein Level ziemlich hoch war. Miau. So, spielen tue ich am liebsten die Pokémon-Spiele von Generation 6. Ich muss auch sagen, Pokémon Y hat mir noch ganz gut gefallen. Vor allem war die Story richtig düster. Und ich mochte die legendären Pokémon da auch. Bei Schwarz-Weiß fand ich die legendären dann schon wieder sehr hässlich, aber das war ja auch der Vorgänger. Ja, bei Sonne und Mond sind die meisten auch ziemlich hässlich gewesen. Also meiner Meinung nach, ist ja nur mein Geschmack. Ich glaube, das einzige legendäre Vieh war für mich Zeraora. Das war ziemlich cool. Obwohl, nee, es ist ja ein mysteriöses Pokémon. Seit Pokémon Schwarz-Weiß unterscheidet man ja legendäre von mysteriösen Pokémon. Bin ich zwar immer noch dämlich, für mich ist und bleibt alles, was nur einzeln auftaucht, ein legendäres Pokémon, weil das in den alten Games eben auch so war. Mich hat es ja getriggert, als Mew plötzlich als mysteriöses Pokémon zählte. Tja, in dem Spiel zählt es als legendäres. Und ja, man kann Mew in der ersten Generation fangen. Zwar nicht ganz offiziell, aber wir werden es uns holen. Fun Fact, man bekommt dieses Vieh sogar zweimal. Man muss nur wissen, wie und wo.
Aber bevor wir uns dem Mio widmen, spielen wir erstmal. Würde ich mal sagen. Ich meine, es dauert auch ein Weilchen, bis wir zu der Stelle kommen, wo wir überhaupt dieses Mio bekommen können. So, dann werde ich mal kurz die Hintergrundmusik ausmachen. Ja, ich hatte gerade ein Hintergrundvideo offen. Weil dieser Anfangsbildschirm gar keine Musik hat. Ja. So, ich hoffe, der Sound funktioniert richtig. Ich hoffe, man hört das einigermaßen. Wenn es zu leise ist, sagt mal Bescheid. So. Ich wollte gerade sagen, Pikachu lernt noch vor dem ersten Arenaleiter eine Stahlattacke. Ja, das ist halt die lustige Geschichte. In der allerersten Pokémon-Generation gab es diesen Typen noch nicht. Das gab es erst ab Pokémon Generation 2. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Ja. So. Wo ist der Controller? Jawohl. Ich will nämlich ein gutes altes Gameboy-Spiel auch mit einem Controller spielen und nicht mit Tastatur. Besonders weil meine Tastatur gerade auch ein bisschen verhindert ist. Mir ist da gestern Abend nämlich, genau als ich gerade ins Bett gehen wollte, volle Kanne mein Eistee drüber gekippt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass meine Tastatur zu 100% wasserfest ist. Allerdings kleben jetzt die ganzen Tasten und ich muss das heute Abend nochmal richtig abwaschen. Deswegen bin ich froh, einen Controller zu haben. Miau. Das wäre sonst nichts geworden. Aber hey, Johnny wusste nicht, ob die Tastatur wasserfest ist, hat er mir gesagt. So, erstmal die Option rein hier. Was gibt's denn hier? Texttempo hat gefälligst auf schnell zu sein. Ich glaube, Kampfanimationen. Ich glaube, in Generation 1 waren die Pokémon gar nicht animiert, ne? Das waren ja bloß die Attacken. Kampfstil Folge. Dieser Satz, der da immer kommt, der gegnerische Trainer wird jetzt dieses Pokémon einsetzen. Möchtest du wechseln? Boah, das hat mich damals genervt. Aber zum Glück kann man das ja auch ausschalten. Miau. So, da ist er, der gute alte Professor Eich. Jetzt einfach mal meine Frage an euch. Soll ich eigentlich die Texte mitlesen oder kann ich das skippen? Ich bin mir halt nämlich gar nicht sicher. Einerseits lese ich die Texte nie wirklich, weil ich die Story sowieso schon kenne. Aber es kann ja sein, dass es irgendjemanden interessiert. Irgendjemanden im Chat, der auch keinen Bock hat zu lesen, dem ich das eventuell auch vorlesen soll. Vor allem die Effektivitäten waren in Generation 1 ja noch ein wenig anders. Ja, das stimmt. Das ist ja mit den zusätzlichen Typen doch mal neu durchgemischt gewesen. Du musst sie nicht lesen. Okay, das freut mich. Ich meine, der labert mich jetzt so zu. Hey, willkommen im Pokémon-Universum. Wie heißt du? Genau, für die Leute, die das damals das allererste Mal gespielt haben. Ich meine, mit diesen Games war das ja... Vorher gab es das ja nicht. Als noch keiner wusste, was Pokémon sind, konnte ich diesen Text noch nachvollziehen. Aber dass in Generation Nummer 8 dieser Text immer noch kommt, das ist auch ein bisschen nervig. Miau. Ich meine, der erklärt einen in jedem Game, was Pokémon sind. Aber dabei kennt das doch heutzutage jeder. So, ich hoffe, mein Name passt hier rein. Ich merke, ich drücke zu schnell. Mein Controller kommt nicht hinterher. Oh mein Gott, mein Name passt einfach genau rein. Ein Buchstabe mehr und ich wäre ein bisschen am Arsch gewesen. Ja, mein Name ist Charlie. Richtig. Damals habe ich mich immer Tim genannt. So, das ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Jetzt lese ich ja doch den Text vor. Wie war noch gleich sein Name? Tja, in Rot und Blau ist denen sein Name, glaube ich, Blau gewesen. In Pokémon Gelb, beziehungsweise im Anime, war das ja Gary. Und... Nee, ich glaube, wenn ich den jetzt John nenne, dann ist mein Freund ein kleines bisschen sauer auf mich. Ich nenne ihn Gary. Auch ein lustiger Fakt, jedes Kind beim ersten Mal Pokémon zocken hat bestimmt sofort an SpongeBob gedacht. Ich hatte einen riesigen Lachflash, als ich dann mal im Anime erfahren habe, dass dieser Dude wirklich Gary heißt. So, ich merke gerade, die meisten Leute hier im Chat sind wieder eingeschlafen. Gerade bei so einem Spiel, wo man auch mal sich unterhalten muss. Ich meine, ich kann euch jetzt sagen, was passiert. Ich habe hier am Anfang irgendeine Quest und da muss ich erstmal straight trainieren. Da brauche ich Unterhaltung. Miau.
So, ich werde mir natürlich auch gleich mein Pikachu auf maximale Freundschaft glitchen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das als Glitch zählen kann oder ob das offiziell einprogrammiert wurde. Aber man kann dafür sorgen, dass sich Pikachu sofort mag. Was übrigens keinen Nutzen in diesem Spiel hat. Aber ich glaube, man konnte hier mit Pikachu sprechen und dann kam immer so eine kleine Animation. Und je nachdem, wie sehr es dich gemocht hat, ja, kam halt eine andere Animation. Willst du auch den Mew-Glitch durchführen? Ja, das habe ich doch aber, glaube ich, vorhin gerade eben gesagt. Klar, ich werde mir Mew natürlich krallen. Das ist halt einfach das Pokémon. Nicht nur, dass es jeder TM erlernen kann und mein Sklave werden kann. Es lässt sich auch verdammt leicht trainieren. Und man kann Mew sogar zweimal haben. Das heißt, wir könnten mit zwei Mews alle VMs einfach so im Inventar, also einfach so haben. Und hätten noch vier Slots für unsere Lieblings-Pokémon. Ah, stimmt ja. Ich muss ja ins Gras gehen. Ich wusste gerade nicht, hä? Muss ich mir jetzt nicht das Pikachu holen? Alles gut. Klar werde ich mir Mew glitchen. Ich werde es sogar so früh wie möglich versuchen. Indem ich mir nicht den zweiten Orden hole, sondern straight runterlaufe und versuche, mir ein Abra zu fangen. Ich weiß aus meiner Vergangenheit, dass es dort noch ein Abra gibt. Weil die VM Fliegen gibt es ja sehr, sehr spät. Aber ich weiß, dass der Glitch mit Teleport auch funktioniert. Das habe ich noch in Erinnerung. Wunderbar, Pikachu wurde gefangen. Tja, das ist das einzige Pikachu, was in dieser Edition wild auftauchen wird. Das ist die größte Spielunlogik, die ich mir damals als Kind schon dachte. Weißt du, da taucht einfach ein wildes Pikachu auf. Ich ewig gesucht, weil ich noch ein zweites haben wollte. Nie gefunden. Aber gut, damals wusste ich ja nicht, dass das nicht geht. Geht das eigentlich von der Hintergrundmusik? Ist das alles gut zu hören? So, jetzt sind wir hier im Eislabor. Jetzt ist der Neffe von ihm hier und regt sich darüber auf, dass er noch kein Pokémon hat und bla und bla. Jetzt geht es darum, dass ich diesen Pokéball haben darf und ich muss sagen, das ist ein bisschen anders als im Anime. Im Anime war das doch so, dass Ash verschlafen hat und deswegen Gary sein Pokémon hatte. Hier bin ich einfach hier und er klaut es mir. Richtiger Rotzlöffel, ey. Wäre das nie gewesen, wäre mein Partner Evoli. Und Evoli ist halt einfach mal so viel besser als Pikachu. Change my mind, please. Alles akustisch top. Okay, das freut mich. Ich habe ganz oft das Problem, dass die Hintergrundsounds und Musik ein bisschen leise sind. Ich muss das aber auch jedes Mal umstellen, weil jedes Spiel hat eine andere Lautstärke und das nervt mit der Zeit wirklich ganz schön hart. Und Alpha Dude, danke für deinen Raid. Und herzlich willkommen. Ich muss euch nicht fragen, was ihr gespielt habt. Ich weiß es ja, ich war vorhin dabei. So, dann werde ich doch gleich mal den Shoutout-Befehl benutzen. Wo ist ja die Tab-Taste bei Twitch nicht mehr? Okay. Da muss ich es eben mit einer Ad-Erwähnung machen. Ja, okay, jetzt dachte ich eigentlich, ich muss meine Tastatur nicht benutzen, aber anscheinend doch. Cool, Shoutout funktioniert. Ja, die Musik ist kurz weggegangen, weil wenn ich raus tappe, da weiß nicht, da friert das Spiel kurz ein. Na, Alpha, hattest du noch ein paar Erfolgsmomente? Jo. Siehst du, aber ich wage mich doch gerade eben zu erinnern, dass da sechs Leute bei dir waren. Nein, ich möchte Pikachu keinen Spitznamen geben. Damals in meiner Kindheit habe ich Pikachu einfach SpongeBob genannt, weil ich einfach dumm war. Was ist da gerade mit dem Avatar passiert? Was ist denn da gerade mit dem Avatar passiert? Ich hab grad nicht hingeguckt. Tut mir leid. So, und jetzt kommt auch schon der erste Kampf. Bei dem es theoretisch egal ist, ob ich gewinne oder verliere. Obwohl, nicht ganz. Wenn ich gewinne, bekomme ich Preisgeld. Wenn ich verliere, passiert einfach nichts. Das finde ich auch toll an den ganz alten Spielen. Bei den neueren ist es so, dass wenn man gegen einen NPC-Trainer verliert, man Geld dalassen darf. Das war bei den alten Spielen noch nicht der Fall. Da habe ich keine Kohle verloren. So, einfach mal Donnerschocken. Jawohl. Oh, das sieht aber nicht viel ab. Aber ich weiß, dass der Kampf mit Pikachu gegen Evoli nicht sehr schwer ist. Das war bei Rot-Blau noch ein bisschen schwieriger, weil sich da Gary immer das Pokémon genommen hat, was
vorteilhaft gegenüber deinem ist. Das geht jetzt hier nicht. Und wenn er noch weiter Rutenschlag einsetzt, habe ich kein einziges Leben verloren. Wow, wie ihm einfach ein HP bleibt. Geil. Doch, bei den Alten war das auch so gewesen, dass du Geld geben musstest. Echt? War das dann einfach so, dass da der Text nicht kam? Das ist... Das auf dem Gameboy... Das auf dem Gameboy deutlich besser. Shadow Eyes, erstmal hallo. Und das ist die Gameboy-Version. Miau. Oh, ach stimmt, ja, das ist auch ein cooler Vorteil. Gewinnt man gleich den ersten Kampf, hat man gleich ein Level ab. Das ist im Gras dann ein bisschen schwieriger, weil da immer nur Level 2 Pokémon oder so auftauchen. Ach, generell, das Training, das wird sich jetzt erstmal ziehen. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Charlie, Opa, wir sehen uns später. Irgendwie macht es Spaß, das vorzulesen. Auf so sarkastische Art und Weise. Ganz nervig war damals auch, dass du nur eine kleine Anzahl an Items bei dir tragen konntest. Ja, das stimmt. Aber gut, die meisten Items brauche ich nicht mehr. Auf TMs pfeife ich heutzutage eigentlich. VMs, das kann man dem Pokémon beibringen und dann lagern, glaube ich. Und ja, ein paar Basis-Items, mehr bräuchte ich nicht. Die ganzen Kampf-Items habe ich nie benutzt, also scheiß auf X-Treffer oder wie die alle heißen. Tränke benutzt man auch nur am Anfang und später dann nicht mehr. Kommt natürlich darauf an, wie gut man trainiert, ne? So, warte mal. Kann ich mir hier schon die Karte gönnen oder geht das erst nach der Lieferung? Kurz gucken. Achso, stimmt, ich muss die ja ansprechen. Hallo, Gary wartet in Opas Labor. Ja, nö, der wartet nicht mehr. Ist das ein normaler Durchlauf oder machst du eine Art Challenge? Nö, Alpha, das ist einfach nur ein normaler Durchlauf. Ich hatte einfach mal wieder Bock. Und da ich ja den Spielstand von Pokémon Mystery Dungeon erst wieder nachholen darf, und bei Mario Galaxy das gleiche, dachte ich mir, warum nicht mal dieses Spiel hier anfangen? Mal wieder ein bisschen Retro-Games, jo. So ein wildes Taubsi. So, das smash ich jetzt weg. Es macht gar keinen Sinn, dass Elektroattacken effektiv gegen Vögel sind, weil im echten Leben können Vögel doch auch ohne Stromschlag auf der Leitung sitzen. Aber ich denke vielleicht ein bisschen zu sehr um die Ecke. Ich habe aber keinen Gameboy. Ich habe noch einen alten Gameboy Advance bei mir irgendwo im Schrank rumliegen, aber ich glaube, der funktioniert nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, zählt ihr das als Cheaten, wenn ich jetzt bei dem Emulator einfach den Speed-Knopf aktiviere? Oder soll ich das einfach so ganz normal spielen? Ich meine, ich werde mir nachher noch einen Raupi fahren müssen und es zum Smetbo machen, weil mit dessen Konfusion bin ich gegen Rocco nachher ein bisschen besser als Pikachu, dessen Donnerschock er überhaupt nichts abziehen kann. Weil damals war es so, dass wenn du eine Attacke eingesetzt hast, dessen Typ halt wirklich echt scheiße ist, im Vergleich zu dem Gegner-Pokémon, dann konnte es auch einfach gar nicht treffen. Und Elektro-Attacken treffen wirklich nicht bei Stein-Pokémon. Bei den neueren Spielen ist es einfach nur nicht sehr effektiv und zieht ein bisschen weniger ab und... Also diese Taubsis, die können mir nichts anhaben, ne? Jetzt hast du auch Lust darauf bekommen? Jo, Alpha, warum nicht, ne? Diesen Spielstand kann ich mir auch am Handy dann... Also diesen Spielstand könnte ich auch am Handy benutzen. Da könnten wir doch in naher Zukunft mal einen Kampf machen, falls du Bock hast, das jetzt auch zu zocken. Ich weiß nicht, ob man am PC auch irgendwie so eine Link-Animation machen kann. Emulation. Aber ich weiß, dass es am Handy möglich war. Und ja, den Handybildschirm können wir ja dann auch zu unserem OBS irgendwie schicken. Yay, Splitscreen-Fight habe ich dann gehört. Nein, Spaß. Bis wir an der Stelle sind, wo ich überhaupt stark genug bin. Warte mal. Ich wusste gar nicht, dass auf der ersten Route schon Level 6er Pokémon auftauchen. Shit, das hätte ich mir fangen müssen. Ah nee, kann ich ja nicht. Pokébälle habe ich ja noch nicht. Das kommt ja hier erst später. Ich kann bloß die Pokémon wegsmashen. Vögel berühren nicht den Boden. Da sie nicht geerdet sind, bekommen diese auch keinen Stromschlag. Das stimmt. Aber angenommen, ich springe jetzt auf eine Stromleitung, bekomme ich bestimmt trotzdem einen Stromschlag. Und das verstehe ich nicht. Physik ist manchmal sehr interessant, aber auch manchmal sehr verwirrend. Also Alpha Dude, eine Nuzlocke möchte ich hier in diesem Spiel nicht machen.
In diesem Spiel sterbe ich oft genug. Oh cool, Pikachu schon Level 7. Oh, guck mal, dieser Typ, der schenkt mir, glaube ich, auch einen Trank. Ja, tatsächlich. Was ist besser als ein Trank? Richtig, zwei. Oh, Pikachu ist traurig. Da habe ich aber eine Idee. Ja, das war damals ein sehr toller Trick. Ich werde jetzt so ein paar Mal Pikachu diesen Trank reinsmashen. Und ihr werdet sehen, das wird mich plötzlich mögen. Siehst du, Alpha Dude, du als Pokémon-Veteran. Es kann ja auch einfach sein, dass ich das nicht weiß, aber hat man irgendeinen Vorteil, wenn Pikachu dich mag? Oder ist das hier noch einfach just for fun einprogrammiert gewesen? Ja. Ich bin neugierig. Warum frage ich? Okay, diese Animation sieht ein bisschen zweideutig aus, aber okay. Pikachu hat jetzt gute Laune. Kommt da mein Pokémon? Danke. Ich habe die Gegner damals statt... Was? Ich habe die Gegner damals statt Teenager T-Naga genannt. Ach, lass mal du. Wenn du wüsstest, wie ich die Gentlemans genannt habe. Das lag aber daran, weil ich damals nicht wusste, dass das Gentleman ausgesprochen wird. Da hatten wir noch kein Englisch in der Schule. Oder das Wort Exorzist später am Pokémon-Turm. Das Wort konnte ich überhaupt nicht aussprechen. Du auch, Dämonas. So, ich würde sagen, bis Level 10 trainiere ich Pikachu mal noch. Das dürfte für den Anfang in Ordnung sein. Ich überlege doch, die Attackenanimation auszuschalten, weil es dann ein bisschen schneller geht. Excore ist, so habe ich das als Kind ausgesprochen. Jo. Ich habe es einfach gelassen. Ich war zu doof dazu. Miau, 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 miau. Ah, ich werde gleich mal weiterlaufen. Diese Taubsio und Radfratz. Gibt's auf der ersten Route noch irgendwas anderes? Oder nicht? Ich frage nur, weil ich neugierig bin. Ach, die gute alte Musik. Nein, nur die beiden. Alles klärchen. So, ich bin jetzt schon mal am überlegen, was später bei der Top 4 mein Team sein wird. Oder generell. Ich meine, damals war ich einer dieser Kiddies, die immer nur ein Pokémon trainiert haben, weil ich einfach nicht genug Geduld hatte, mein ganzes Team hochzuleveln. Weil ganz ehrlich, man kann ein Pokémon-Spiel auch in 10 Jahren beenden, man kann es aber auch in einem Tag beenden. Und da war mein Smetbo, glaube ich, am Ende Level 80, aber die Top 4 habe ich damit irgendwie trotzdem nicht geklatscht gekriegt. Ja, ich werde das diesmal vielleicht ein bisschen besser machen. Und auch nicht so viele gleiche Typen haben. Also mein Smetbo wird mir sehr wichtig sein. Ich weiß, dass die Attacken später bei so manchen Arena-Orden nochmal ganz gut sein werden. Ja, mein Pikachu, weiß ich nicht, ob ich das trainieren werde. Ich glaube, man kann es eh nicht zu Raichu entwickeln, oder? Ich glaube, das weigert sich doch. Aber man könnte es in eine andere Edition tauschen und da einen Donnerstein benutzen und das dann zu Raichu entwickeln. Und ich glaube, dann kann man das auch zurücktauschen. Oder? Kann man dieses Pikachu überhaupt tauschen? Es bleibt Pikachu. Ja, es ist irgendwie scheiße, weil Raichu ist halt dann stärker, ne? Jedenfalls sind die Werte besser. Und ich glaube, man kann hier kein weiteres Pikachu in dieser Edition von NPCs tauschen. Das heißt, ich glaube, ohne die anderen Editionen ist es gar nicht möglich, überhaupt hier noch ein zweites Pikachu ranzukriegen. Ja. An sich kann man Raichu ohne Tausch nicht in Gelb überhaupt erhalten. Ja, ne? Wie will man denn bitte... Warte mal, wieso ist dieses Taubsi jetzt nicht gestorben? Das habe ich doch vorhin mit Level 6 in One-Hit besiegt. Na egal. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, aber das ist ja doof, weil das Ziel war es ja damals noch unbedingt, den Pokédex voll zu machen.
Und damals mit nur 151 Pokémon war das auch gar nicht mal so schwer. Im Gegensatz zu heute, wo es schon fast 1000 sind. Wie man das Pikachu aber auch hinterherläuft, ey. Mit seinen Stummelbeinchen. Genauso wie Mauzi, Rettern und Smogon, die sind auch nicht dort erhältlich. Genau, die haben ja damals diese Politik gehabt, ja, kauf dir mehrere Spiele oder tausch mit deinen Freunden. Genau, Rettern, Smogon. Es gibt da aber noch ein paar andere. Ich glaube, Onix gibt es hier. Ja, ich glaube, im Felstunnel gab es Onix. Es gibt einige Pokémon, die man hier nicht finden kann. Was ja am meisten irritiert, ist Karpador. Laut Pokédex ist der Fundort bei Karpador unbekannt. Man findet es überall im Wasser. Man muss einfach nur die Angel benutzen. Ja, damals war das das Erfolgsmodell. Na, theoretisch ja heute auch. Es ist ja immer noch so, dass sie zwei Editionen rausbringen und manche Pokémon halt nur durch Tausch bekommbar sind. Ja, da sind die wohl immer noch nicht mit der Zeit gegangen. Und dann gibt es halt auch noch Leute, wie zum Beispiel Alpha, die wirklich Geld ausgeben und beide Editionen kaufen. Und Nintendo lacht sich dann einfach ein. Ja. Du hattest damals nie Freunde, die das Spiel hatten, um zu tauschen. Ich hatte tatsächlich Rot, Blau und Gelb, aber ich hatte nur einen Gameboy. Wir hatten zwar noch jemanden, der einen Gameboy hatte, aber als ich damals erst angefangen habe, diese Spiele zu spielen, waren so eine Dinger wie diese Link-Kabel, die man halt brauchte, nirgendwo mehr zu kaufen. Und naja, als Kind hatte ich kein Internet. Und ich glaube, damals gab es sowas wie Amazon auch noch gar nicht. Also, an diese Dinge ranzukommen, war extrem schwer. Ich muss mal endlich weiter mit meinem Living Nationaldex in Schwarz 2 weitermachen. Aber ich muss dafür erst einmal die älteren Gens weiterspielen, weil die Mons, welche noch übrig bleiben, gibt es in Generation 5 nicht. Das stimmt. Das ist halt auch so das Problem, dass man ältere Pokémon, also dass man die älteren Spieler braucht, um überhaupt bei den neueren da den Pokédex vervollständigen zu können. Gut, bei Generation 8 ist das was anderes, da kriegt man sowieso alles durch Raids und hast du nicht gesehen. Miau. Einfach Miau. So, ich habe jetzt übrigens gar nicht mehr darauf geachtet, was für ein Level ich gerade habe. Ach, Level 8. Das fand ich in Generation 1 auch noch schade, da gab es keinen Levelbalken. Man wusste nicht, wann das nächste Level erreicht wird. Man kann es zwar im Status nachschauen, aber ich habe keinen Bock, da jedes Mal reinzuklicken. Ich würde sagen, wir heilen das jetzt erstmal. Weil Angriffspunkte gehen ja auch irgendwann leer. Aber in PLA gab es nur eine Edition. Was in PLA? Was ist ein PLA? Ich hatte auch Glück gehabt und habe auch beim Füllen des Living Decks auch ein Shiny gebrütet. Nice. Mein erstes Shiny-Pokémon, was ich jemals legal im Wild gefangen habe, war ein Kleinstein. Im Mondberg in Generation 2. Und mein zweites jemals legal gefangenes Pokémon war ein Ganovi in Pokémon Schwarz. Und dann muss ich noch mal überlegen, wann mir jemals wieder ein Shiny vor die Linse kam. Jetzt habe ich dieses Paket abgeschickt. Ich meine, ich habe das Paket abgerührt, oh mein Gott. Ah, nachdenken, bevor ich rede, das kann ich manchmal offensichtlich nicht. Mein erstes Shiny war Kyurem und ich wusste damals nicht einmal, dass es ein Shiny war. Uff, okay, da hast du aber extrem Glück gehabt, du. Beim Shiny-Hosten. Ja gut, das zähle ich jetzt eigentlich nicht dazu. Klar sind das auch legal gefangene Pokémon, aber das ist ja nicht mehr glückbasierend. Nee. So,
Wirklich richtig wild begegnen mir Shiny selten. Das rote Gyarados erzähle ich übrigens auch nicht mit. Das kann man zu 100% bekommen, sofern man auch intelligent genug ist und das fängt. Es gibt ein paar Leute, die haben das nämlich straight besiegt und dachten, man kann das später nochmal kriegen. Tja, denkste. Besiegt man das einmal, ist es weg. Ein Shiny Ditto war damals extrem... Oh, das war extrem... Und mir fällt das Wort nicht ein. Wertvoll. Wenn man in Generation 2, also bei Pokémon Gold, Silber, Kristall, ein Shiny Ditto und jedes andere Pokémon in die Pension brachte und ein Ei gezüchtet hat, war das Pokémon in dem Ei ein 100% garantiertes Shiny Pokémon. Der einzige Nachteil daran war, dass man legendäre Pokémon leider nicht brüten kann. Das legendäre Pokémon musste man nur durch Resetten in Shiny erhalten. Ich war damals noch ein Newbie. Pokémon Schwarz war halt mein erstes Pokémon-Spiel und woher sollte ich wissen, was ein Shiny war? Ich hatte damals in diversen Foren mal davon gehört, dass es so etwas gibt und dachte mir halt beim Mondberg, oh warte, dieses Pokémon hat geglitzert und warte mal, ist das Kleinstein nicht normalerweise grau? Das ist bestimmt ein besonderes Kleinstein, das fange ich mir jetzt. Es ist übrigens in meiner Box verschimmelt. Ich meine, wie gesagt, es war Generation 2, ich hatte gerade erst die Top 4 besiegt und durfte nach Kanto rüber. Da brauche ich einen Kleinstein Level 7 nicht. Shiny hin oder her. Als ob man nach der Top 4 noch Bock auf Training hat. Explosion. Zum Glück konnte das Kleinstein im Mondberg diese Attacke nicht. Ich glaube, dann hätte ich dieses Vieh aber auch richtig hart gehasst. Beziehungsweise Finale. Explosion gab es damals noch nicht. Ich glaube, Explosion gab es erst ab Generation 3, kann das sein? Wieso one-hitte ich dieses Radfratz nicht, wenn das Vieh Level 4 ist und ich Level 9? Das Spiel, das verarscht mich doch. Allein deswegen ist die Fähigkeit Feuchtigkeit so praktisch. Der Charlie, der pervers denkt. Was macht denn die Fähigkeit? Fähigkeiten gab es auch erst ab Generation 3 übrigens, ne? Hier bei Gelb und auch bei Pokémon Kristall, was ich bestimmt unmittelbar danach zocken werde. Da gab es noch keine Fähigkeiten und ich finde das so geil. Ich finde die Fähigkeitenfunktion bis heute einfach nur scheiße. Weil gerade andere Gegner dich damit einfach nur abfacken. Tut mir leid, und ich selbst habe noch nie eine Fähigkeit für mich genutzt. Tut mir leid, ich kann damit nichts anfangen. Nicht mal im Competitive-Bereich. Und dann versimpelt Kaboom. Finale ist vor allen Dingen auch eine extrem starke Attacke, ne? Los, komm, mein Pikachu soll Level 10 sein. Ich möchte das gern so. Aber nee, ich muss ja das Raupi trotzdem trainieren, weil nach dem ersten Orden im Mondberg sind ja auch so viele Wanderer unterwegs. Und da sind ja auch immer diese Stein-Pokémon. Oh Mann, gar keinen Bock. Explosion und Finale haben durch Feuchtigkeit keine Wirkung. Das ist cool. Sterben die Pokémon bei der Attacke dann trotzdem oder schlägt die Attacke einfach nur fehl? Ja, das stimmt. Haut mindestens ein Pokémon an. Das Coole ist, wenn beide Trainer nur noch ein Pokémon übrig haben und man das gegnerische Pokémon mit Hilfe von Finale besiegt, gilt der Kampf trotzdem als verloren. Zumindest hier in der ersten Generation. Wie das bei den späteren ist, weiß ich nicht. Nein, die leben dann weiter. Oh, ach so. So, habt ihr eigentlich Lust auf so random Q&As? Da ich ja sowieso gleich noch ein bisschen trainieren muss, versuche ich euch ja irgendwie zu unterhalten. Oder unterhaltet mich. Wollt ihr mir irgendwelche random Fragen stellen über Pokémon? Manche Dinge weiß ich bestimmt, manche Dinge bestimmt nicht. Alpha Dude, bitte keine Fragen stellen, was mit Pokémon Sonne oder Mond zu tun hat. Tschüss, Taubsi. So, wie viel XP brauche ich denn noch? Das war der falsche Slot. Ah, ganz oben. Da ist der Pokémon-Reiter. Status. So. Wo kann ich jetzt die XP sehen? Ah, okay, da. Oh, okay, ich brauche noch 15. Da
Da hätte ich jetzt echt nicht nachgucken brauchen. Der nächste Kampf ist ein Level-Up für mich. Oh Mann, bin ich schlecht. Was ist sehr effektiv gegen ein Pokémon vom Typ Feuer und Licht? Okay, gut, das ist fies, weil mit diesen Typen Kombis weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was effektiv gegen Unlicht ist. Das sind so diese Typen, die sowieso viel zu selten auftauchen, die ich mir nicht merke. So, bei Effektivität kenne ich das nur bei diesen ganzen Standardtypen. Also, ich weiß, Wasser löscht Feuer, Feuer verbrennt Pflanze. Pflanze tötet aus irgendeinem Grund Wasser, keine Ahnung. Mio, theoretisch müsste Wasser sowohl effektiv gegen Feuer sein, als auch Feuer effektiv gegen Wasser. Mag zwar sein, dass Wasser das Feuer löscht, aber Wasser verdampft auch bei Feuer. Deswegen, so ganz physikalisch ist Pokémon dann doch nicht. Warum auch immer Wasser sehr effektiv gegen Stein ist. Ich meine, wenn du im realen Leben ein bisschen Wasser auf einem Stein kippst, dann verpufft er doch auch nicht. Der lebt einfach weiter, der existiert einfach. Ja. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen, cool. Pokémon-Trainer, bla bla bla. Charlie übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokémon warte ich schon lange. Danke, Charlie. Jetzt ist die Frage, ist mit diesem Spezial-Pokéball der Meisterball gemeint, den man später bekommt? Theoretisch nicht, weil den Meisterball bekommt man ja von dem Direktor der Sylph Corporation, ne? Jetzt ist die Frage, ist dieser Pokéball von Professor Eich ein Pokéball, den man im Spiel noch nie erhalten konnte? Ich denke an die Karte, jupp. Oh, diese Gary-Musik. Neulich bei SpongeBob. Gary? Was? Feuer und Licht sind sehr effektiv. Wasser. Oh Gott, ich habe da gerade Polen gelesen. Wasser, Boden, Gestein, Kampf. Nice. Fee und Käfer, welche gegen Unlicht sehr effektiv wären, werden durch Feuer neutralisiert. Classic. Genau, wir kommen genau zur richtigen Zeit. Für jetzt gibt er uns den Pokédex, was er uns vorher kurioserweise eigentlich auch hätte geben können. Ich find's übrigens cool, wie der Pokédex dort einfach aussieht wie ein Buch. Ne? Und nicht digital ist. Vielleicht ist es ein Secret zu dem GS-Ball des Folgespiels. Das kann sein. Da ist es übrigens sehr interessant, dass man den GS-Ball in der deutschen Variante von Gold-Silber-Kristall gar nicht bekommen kann. Dieses Event war den Japanern vorbehalten. Genauso wie das Mew-Event auf Pokémon Smaragd. Ziemlich gemein, dass nur die Japaner das bekommen. Aber gut, inzwischen ist es ja bei Pokémon Schwertschild auch möglich. Entschuldigung. Inzwischen ist es bei Pokémon Schwertschild ja auch möglich, ein deutsches Mew zu bekommen. Sogar in Shiny. Also das ist wirklich mit der Switch erstmals legal möglich, ein deutsches Mew überhaupt im Inventar zu haben. Ich meine, das Mew, was man sich hier erglitschen kann, ist auch deutsch. Aber das zählt als illegales Pokémon und lässt sich in den neueren Generationen leider nicht benutzen. Selbst wenn man die 3DS-Version von Pokémon Rot, Gelb oder Blau zockt und dort den Mew-Glitch auslöst, Fun Fact, das geht dort wirklich noch. Danke, Leute. Ja, eine Niese am Abend. Man konnte das Pokémon Mew dort nicht in Pokémon Bank übertragen. Leider, leider, leider. Danke, Leute. Nee, also tatsächlich nicht, Alpha Dude. Das geglitschte Mew in der Virtual Console war nicht übertragbar. Zählte leider auch als illegal. Apropos, konnte man diese Pokémon-Edition eigentlich online zocken? Weil irgendwie wollte man da ja bestimmt auch tauschen, ne? Ansonsten war das auf Kristall bezogen. Das stimmt, den GS-Ball gab es ja dort. Gut, kann sein, dass es das bei Gold, Silber gar nicht erst gab. Aber bei Kristall definitiv. Das war ja, um Celebi zu bekommen, ne? So, jetzt habe ich die Karte. Konnte man hier eigentlich schon Items auf Select legen? Nein, kann man nicht. Man muss wirklich immer in das Inventar, wo man jetzt ein Basis-Item nutzen will. Das ist scheiße. Besonders später, wenn wir Fahrrad fahren wollen. Pascal gibt mir eine Umarmung. Yay.
Es kam erst in Generation 3 hinzu. Nee, das stimmt nicht. Bei Generation 2 ging das auch. Leider nur mit maximal einem Item. Oh, ich besiege einfach noch jedes Pokémon, was mir vor die Linse kommt. Gleich im Vertania-Wald darf ich sowieso das Raupi hochpushen. Das wird nervig. Nee, den Wolfskin kann ich mir erst morgen holen, weil erst morgen Geld da ist. Also habe ich noch nicht. Miau. Okay, Alpha, gute Nacht hier. Und bis später. Ich bin nicht müde, ich weiß aber nicht, warum ich gegähnt habe. Ja, keine Sorge, den Wolfskin, den Jack Wolfskin, kleiner Wortwitz, den hole ich mir morgen. So, ich werde mal kurz nochmal ins Pokémon Center gehen und Pikachu heilen. Weil wenn ich jetzt nach links weitergehe, Richtung Siegesstraße, haben wir dort noch einen Secret-Kampf gegen Gary. Und ja, theoretisch ist das ein Secret-Kampf, obwohl jeder ist, glaube ich, am Anfang erstmal nach links gegangen. Aber später kann man diesen Kampf nicht mehr wahrnehmen. Theoretisch ist das nur eine kurze Möglichkeit, nochmal Kohle zu scheffeln. Was aber auch ein Secret ist, ist ein Item, was wir hier oben bekommen können. Das werden wir uns mal zuerst schnappen. Und ich könnte ja auch mal speichern. Ne, Autosave gab es damals noch nicht. Charlie findet Trank. Ich finde es übrigens lustig, wie der Level-Up-Sound in Pokémon Gelb noch anders war. Ab Generation 2 ist das nämlich der Item-Erhalten-Sound. Was in den späteren Generationen, also, warte, jetzt muss ich nochmal kurz erklären. Also der Sound, der jetzt kommt, wenn man ein Item bekommt, ist in den späteren Generationen der, der kommt, wenn sich das Pokémon entwickelt. Der Level-Up-Sound in Generation 1 ist später der, ich bekomme ein Item-Sound. Und der Level-Up-Sound, der halt später in allen Generationen da ist, den gibt es ja auch schon. Das zählt für Items, die man findet, wenn man, ja, in Dungeons ist. Eieiei. Gott, die Erklärung ist kompliziert, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Gab es nicht noch irgendwie ein Level 100 Nidoking-Nidoqueen-Glitch? Oh, keine Ahnung. Ich weiß, es gibt noch Missing No. Missing No ist aber bei Pokémon Gelb nicht erhaltbar. Wenn man dem begegnet, crasht man sofort das Game. Das ist auch bei dem Emulator der Fall. Die Musik, die übrigens auftaucht, ist sehr creepy. Also einmal werden wir Missing No einen auslösen. Ich weiß nur gerade nicht, wo Missing No auftaucht. Bei welchem Trainer? Müssen wir gucken. Also der Missing No Glitch beim Surfen bei der Zemo-Nova-Insel geht komplett nicht. Haben sie rausprogrammiert. Aber man kann im Pokémon Gelb dem Missing No halt begegnen durch gewisse Trainer und dessen Codes dann. Aber wie gesagt, begegnet man dem, stürzt das Spiel straight up. Aber vorher kommt erstmal noch eine schöne, gruselige Melodie. Ja. Nee, ich werde mich erstmal darauf konzentrieren, einfach mal das Mew zu erhalten. So, ich glaube, hier oben gab es auch noch ein Secret-Item. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Oh nein, gab es nicht. Ah, okay. Habe ich dann wohl falsch in Erinnerung. So, jetzt werde ich... Nein, ich wollte eigentlich gerade speichern. Ach, egal. Hey, Charlie. Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es, wahrscheinlich besitzt du nicht einmal einen Orden. Fun Fact, diesen Kampf kann man noch triggern, wenn man bereits den ersten Orden hat. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ja, das kann schon sein. Ja. Gab es nicht noch... Achso, das habe ich gerade vorgelesen. Ja. Ich weiß, dass man das Mew oder generell diese geglitschten Pokémon, die man sich gönnen konnte, mit irgendeiner Art und Weise wirklich auf Level 100 machen konnte. War das nicht irgendwie so, man muss gegen diesen Trainer auf dieser MS Anne kämpfen und ganz oft Heuler einsetzen und je nachdem, wie oft man Heuler einsetzt, ist dieses Pokémon dann mit einem höheren Level. Fun Fact, bei so vielen funktionierte das, ich habe das nie hinbekommen. Aber macht nichts. Selbst trainieren macht ja mehr Spaß. Charlie, du bist sehr cute und sehr magisch, Bub.
Nee, so cute bin ich nicht. Seht ihr, soll ich einfach mal einen Retro-Charlie machen? Einfach einen in den ganz alten Gameboy-Farben, also in diesen verschiedenen Grün- und Blautönen. Und am besten noch mit verpixelter Textur. Sieht bestimmt auch nice aus. Das mache ich. Aber irgendwann später. Ich habe jetzt noch ein paar Commissions. Das für Alpha muss ich noch fertig machen. Das nach Tara auch. Dann ist da noch einer, der auf seinen Skin wartet. Also ja, es läuft gerade tatsächlich. Aber ich will natürlich trotzdem das Streamen noch weitermachen. Twitch hat Vorrang, aber definitiv. Ey, ich gewinne den Kampf. Geil. Ich glaube, mit Glumanda oder also mit einem Starter-Pokémon aus Rot oder Blau war der Kampf ein bisschen schwerer. Aber wie gesagt, Gary hat ja auch immer das Typ-Vorteil-Pokémon genommen. Ja. Ja. Einfach nur so, war gerade so eine Idee in meinem Hinterkopf. Ein Retro-Charlie zu einer anderen Attacke zugunsten von Ruckzuckhieb vergessen werden. Aber sowas von. Ja. Die erste Kampfattacke, die Pikachu erlernt. Also die erste physische, meine ich jetzt. So viel Glück kann man nicht haben. Yay. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ich finde, Gary ist der einzig wahre Rivale im gesamten Pokémon-Universum. Er ist die perfekte Möglichkeit, er ist die perfekte Mischung aus Arschloch und eigentlich sehr freundlicher Kerl. Er ist jetzt nicht so wie der Rivale aus Pokémon Kristall, der die ganze Zeit pessimistisch ist und rumnörgelt. Aber er ist auch nicht so, so freundlich und treu doof wie zum Beispiel der Rivale in Pokémon Schwert und Schild. Also ich finde, Gary ist immer noch am besten. Wer stimmt damit zu? Ja. So, ich glaube, nach da oben muss ich gar nicht gehen, weil komme ich ja nicht durch. Damals dachte ich nach dem ersten Orden, yay, jetzt kann ich da hingehen, jetzt komme ich da durch und sehe, was da ist. Da wusste ich noch gar nicht, dass es 8 Orden gibt. Das habe ich dann beim zweiten Typen, der mich aufgehalten hat, gemerkt. Ich habe übrigens auch noch nie Zerschneider hier benutzt. Ich weiß gar nicht, was dieser Typ mir da sagt. Das heißt, es rauszufinden. Aber so mega unbedingt. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja. Alles klar. Ich kann mir einfach mal 99... Ah ne, ich kann mir nicht 99 Pokebälle kaufen. Das ist einfach nur das Maximum. Oh, ich muss das einzeln drücken? Schade. Gedrückt halten ging hier damals nicht. Ich kaufe mir einfach mal Pokebälle. Was anderes brauche ich nicht. Damals gab es, glaube ich, auch noch gar keinen Premierball, ne? Ich mag den Rivalen aus Schwarz 2 am meisten, vor allem auch wegen seiner Hintergrundgeschichte. Oh, die kenne ich nicht. Lag aber auch daran, weil mich das nicht interessiert hat. Miau, 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 miau. Willkommen im Pokémon Center, ja. Es gibt übrigens nur ein Pokémon Center, wo man dieses Chanaira ansprechen kann. Ich will aber keinen PC benutzen. So, ich gehe mal einfach überall rein, weil es kann ja sein, dass man hier noch irgendwo irgendwas finden kann. Oh ne, hier ist nur Pokémon-Schule. Da gibt es nichts von Wert. Und ich glaube, ein anderes Gebäude gibt es hier auch gar nicht mehr, oder? Nee, mal gucken, was hier noch drin ist. Ah, stimmt ja. Spitznamen. Willi. Ach, seht ihr, stimmt ja. Habitat gibt es ja auch. Ich habe voll vergessen, dass dieses Vogel-Pokémon hier existiert. So.
So, jetzt zeigt dieser Typ mir noch, wie man Pokémon fängt. Für die Leute, die wirklich keine Ahnung haben, wie man Pokémon spielt. Ein wildes Radfratz. Yay! Damals dachte ich übrigens, Greis wäre der Name von dem Typen. Weil ich nicht wusste, dass Greis ein beleidigendes Wort für alt ist, also für alten Mann. Ich glaube, das ist der einzige Greis im Spiel. So, hier ein weiterer Funfact und ich finde das nice, wie die das programmiert haben. Dieser Typ ist jetzt für immer weg, es sei denn, man besucht das Pokémon Center in dieser Stadt. Egal wie oft man weitergeht oder zurückkommt, dieser Typ taucht vorher nicht auf. Auch nicht, wenn man ein Center in einer anderen Stadt besucht. Damit haben die das sehr realistisch gemacht. Unrealistisch ist aber, dass der hier einfach nicht drin ist und... ja, just einfach... an mir vorbeiläuft, unsichtbar. Leyrafa, danke für den Follow und lag es gerade an mir oder habe ich gerade kein Alert gehört? Da werde ich wohl mal nochmal den Cache aktualisieren müssen. Miau, 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 miau. Geht gleich weiter. Geht jetzt weiter. Das war doch auch der Typ, den du für Missing No in Rot... Genau. Der Missing No Glitch ging ja recht easy. Man muss diesen Typen ansprechen und sich nochmal zeigen lassen, wie man Pokémon fängt. Dann zur Zinnoberinsel hin surfen und am rechten Rand einfach nur surfen. Und irgendwann tauchte dann Missing No auf. Und auch wenn Missing No nicht auftauchte, kann es sein, dass da irgendwelche random Pokémon auftauchten und irgendwelche Level, die gar nicht möglich waren. Ich hatte mal ein Missing No Level 150. Und tatsächlich, es war auch mit diesen Werten. Und man konnte dieses Level auch speichern. Fun Fact, dass es trotzdem mit Cheats nicht möglich ist, dieses Level zu erreichen. Das geht nur mit diesem Glitch. Also nicht mal mit Pokéhex geht das. Das finde ich sehr erstaunlich. Aber ich würde wirklich mal diesen Glitch auslösen versuchen und in Pokéhex gucken, welches Level dort einprogrammiert ist. Oder ob mir Pokéhex dann einfach beim Laden des Safe Games abschmieren wird. Ah, mir fällt übrigens ein, Hornliu gibt's in dieser Edition auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. In Rot und Blau konnte man beide fangen. In Pokémon Gelb gibt's kein Hornliu für dich. Das finde ich ein bisschen traurig. So, dieses Tauch, sie hat natürlich keine Chance. So, jetzt darf ich Pikachu aber nicht zu weit nach oben pushen, weil ich möchte ja jetzt einen Raupi fangen. Ich bin mir aber auch sicher, dass Raupi... Warte mal, will die kämpfen? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal nach oben. Ich wage mich zu erinnern, dass da ein Item war, genau. Pokéball. So, jetzt muss ich erstmal einen Raupi fangen. Was ist das Maximallevel für einen Raupi? Ich will jetzt eigentlich kein Level 3er haben, weil... das zu trainieren ist ein bisschen nervig. Und es wurde vor allen Dingen one-shotted. Warte, hier war doch auch noch ein Item, oder? Ah, nö. Ja. Es kann Level 4 sein. Ach so. Also ich weiß, hier ist auch ein Tauboga Level 6 möglich. Oder ne, Level 9 sogar. Und hier ist ein Zapfkon, das will ich nicht haben. Weil ein wildes Zapfkon kann nur härten. Versuch mal, dieses Vieh zu trainieren. Ich meine, wenn das Raupi erstmal gut trainiert ist, kann man das ja noch angreifen lassen. Aber ein Zapfkon kann man einfach nur trainieren, indem man es ständig einwechselt. Und das dauert gleich nochmal doppelt so lange, weil ein eingewechseltes Pokémon bekommt nur halb so viele HP. EP. Oh Mann. Erstmal Raupi smashen. Warte mal, Raupi hatte doch immer rote Fühler, oder bin ich jetzt doof? Also falls mir hier auch ein Tauboga begegnet, werde ich das natürlich auch fangen. Weil wozu Taub sie haben, wenn man auch gleich einen Tauboga haben kann? Dann sind gleich die Werte noch ein bisschen besser. Obwohl Taub sie Level 8 ja auch nicht schlecht ist.
Oh Mann, aber ich one-shotte es einfach nicht. Und Tauboga Level 9, genau. Die einzige Möglichkeit, ein legales Tauboga zu bekommen, ohne es mit Level 18 entwickeln zu müssen. Dann würde ich doch fast sagen, ein Raupi Level 6 wäre mir lieber. Weil... besser. Und ich mache jetzt noch so lange, bis Pikachu Level 12 ist. Und dann fliehe ich am besten auch aus den Kämpfen. Weil sonst dauert das hier auch ein bisschen zu lange. Das ging schnell. Ein Taubsi Level 8, mal wieder. Miau. Hauptsache, jetzt habe ich es gewone-shottet und es war kein kritischer Treffer. Was? Kurios. Soß. Safcon mag auch keiner. So, was ist eigentlich los? Wo sind eigentlich alle hin? Heute sind so wenig da. Sind die heute alle beschäftigt? Gut, es ist auch 18 Uhr, es ist Abendbrotszeit, aber... Luf! Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt, dass so wenig da sind. Miau. Wer ist denn noch alles da? Nur mal so ein bisschen so in die magische Runde gefragt. Und Pikachu erreicht Level 12. Ja, wunderschön. Johnny ist da! Hallöchen! Gucke mal, Johnny, so sah das allererste Pokémon-Spiel aus. Ich weiß, dass du dich eh nicht für Pokémon interessierst, aber ich wollte es dir mal gezeigt haben. Heute sind auch kaum Leute in Discord online. Ja, das ist aber normal. Die tauchen auch immer so erst gegen späteren Abend auf. Weil vorher bin ich ja meist auch nie irgendwo in einem Voice, wenn überhaupt mal. Gestern war ich ja den ganzen Abend nicht. Ein Dragon Gamer ist da, aber hallö! Na du? King Orochi ist auch noch anwesend. Yay! Ich meine, ich kann inzwischen gut sprechen, ohne was zu machen, und würde ich nicht aus dem Kampf fliehen? Aber tatsächlich, es redet sich besser, wenn Leute antworten. Weil irgendwann fällt mir dann kein Thema mehr ein. Da könnte ich natürlich irgendein random Thema ausgraben. Wie zum Beispiel einfach sagen, was ich heute zum Mittag hatte. Obwohl, nee, kann ich nicht, weil ich hatte heute noch nichts zum Essen. Obwohl, ich glaube, ein Level 5 Raupi nehme ich auch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Ruckzuckhieb es nicht zu Tode smasht. Ich hätte vielleicht ein Safe State setzen sollen. Scheiße. Ich hätte es auch einfach versuchen können, mit vollem Leben zu fangen. Ich habe ja schließlich genug Bälle. Das klang zweideutig. Kennst du schon? Ja, ich hatte mal Bock auf dieses alte Game hier. Und das Training werdet ihr auch nur heute sehen müssen. Ich werde das offstream weitermachen, das Training, damit wir, wenn ich das nächste Mal spiele, straight mit der Story weitermachen können. Das ist jetzt halt nur leider doof, weil ich das jetzt angefangen habe und ich ja schlecht das alles skippen kann. Aber ich wollte auch nicht den Anfang skippen und mittendrin reinstarten, weil... Ihr kennt mich ja, ich lade auch gerne mal meine ganzen VODs hoch bei YouTube. Und da ist das schon cool, dass wenn ich ja so einen Playthrough mache, dass dieser dann auch komplett ist. Ich weiß nicht, ich mag das, wenn es dann am Ende komplett ist. Und es wird die Zeit kommen, da werde ich mir einfach die ganzen Playlists einmal durch angucken. Und ich weiß, es gibt auch genug Leute, die das gerne bei YouTubern machen. Ich meine, wie oft gucke ich Tulfas Horror-Playlists durch? Macht halt immer wieder Spaß, ne? Es würde auch reichen, wenn man nur einer in irgendeinem VC ist. Zu viele Leute im VC überfordern mich. Ja, so 3, 4, vielleicht noch 5, das ist noch ausgewogen. Aber mehr sollten es wirklich nicht sein, weil ab dann ist es nervig, weil einfach jeder dazwischen redet. Und dann hat ja auch noch jeder einen anderen Ping. Und dann redet man 2 Sekunden und der nächste fängt an zu reden, weil der mich noch nicht hört, weil aufgrund des Pings das bei denen dann auch noch nicht ankommt. Und diese Chance multipliziert sich dann bei jedem anderen. Also ich würde sagen, die perfekte Zahl an Voice-Chat-Teilnehmern ist 4.
Ist ja denn, man hat ruhige und schweigsame Leute, dann könnte es auch ein paar mehr sein. Miau. Eieiei, ich bin nicht müde. So, wo sind denn jetzt die ganzen Raupis? Hab ich sie vernichtet? Da ist eins. Level 4. Komm, ich will wieder ein Level 5er Raupi. Oder ein Level 6er, bitte. Das wäre wunderbar. Dragon Gamer hat Stay Hydrated eingelöst. Alles klar. Ich trink mal einen Schluck. Es gibt Eistee mit Limettengeschmack. Aktuell ist mir am liebsten 3 oder 4. 4 sehe ich schon kritisch, aber noch verkraftbar. Bei 5 und mehr fühle ich mich einfach unwohl. Ich mich auch. Es gibt ja teilweise auch Discord-Server, an denen ich bin. Da sind immer mehr als 10 Leute in einem Voice. Wo ich mir so denke, ey, wie können die da eigentlich alle keine Kopfschmerzen haben? Und ganz besonders dämlich finde ich es auch im Voice, wenn halt viele drinnen sind und jeder irgendwas anderes spielt. Am besten noch 2 Leute etwas zusammen spielen und 2 weitere Leute auch wieder irgendwas anderes gemeinsam zocken. Und die dann durcheinander reden, wenn im Game irgendwas passiert. Das nervt mich. Und es nervt mich eigentlich auch ein bisschen immer wieder sagen zu müssen, Leute, wenn ihr etwas zockt, dann geht in die Gaming Voices. Hier im Main Voice ist es nervig, wenn die ganze Zeit irgendjemand über euer Game faselt. Das schaffen aber auch immer wieder die gleichen Personen, sich nicht daran zu halten. Das beste Beispiel ist halt jetzt wieder Lakey und Psycho. Die beiden, die ich sowieso auf dem Kika habe. Wir sind ja im Main, wollen gemeinsam miteinander chillen, ein bisschen plaudern. Und dann spielen die irgendwie zusammen, keine Ahnung, Minecraft oder Rocket League. Und dann aber die, ey, was war denn das jetzt? Und ey, komm doch mal her und ey, passt doch mal richtig, wo ich mir so denke. Könnt ihr das bitte woanders machen? Und nicht bei uns? Und wenn wir auch gerade mitten am Labern sind, ist es ja nicht so, dass die vielleicht mal warten, bis gerade keiner redet. Oh mein Gott, ich hab grad gar nicht gemerkt, dass ich ein Level 5er Raupi habe und ich habe es gerade auch nicht besiegt. Läuft. Nice. Was wollte ich gerade sagen? Es ist ja nicht so, dass sie dann auch immer, dass sie dann halt warten, bis mal niemand redet, bis sie mal ihren komisches Gerede da anfangen. Nein, die reden einfach straight mitten in unser Gespräch rein. Beim Zocken. Solche Leute hasse ich einfach. Miau. Gibt es irgendjemanden, der genauso fühlt? Oh lol, mit dem ersten Versuch gefangen. Check Girl, danke für deinen Follow und hey, jetzt hat der Alert funktioniert. Ich merke, der Alert-Text ist ein bisschen weit unten. Ein bisschen sehr weit im Game drinne. Macht da nichts. Neuer Eintrag im Pokédex. Jawohl. Berührt man die Fühler auf dem Kopf dieses Pokémon, so sondert es einen ekligen Geruch ab. Oder anders gesagt, es furzt dich aus dem Gesicht an. Oh ja, das ist so nervig. Seiko ist auch irgendwie eigen. Das stimmt. Ich meine, ich hasse ihn nicht, aber ich mag ihn auch nicht unbedingt. Das liegt aber auch an mir, weil ich einfach Leute, die so eine Art haben, also wie gesagt, es ist eigentlich nicht seine Schuld. Er kann ja im Grunde nichts dafür. Nichtsdestotrotz mag ich seine Ausstrahlung nicht. Ich sag's einfach ganz ehrlich. Ich lebe nach dem Motto, ehrlich wird am längsten. Und wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann sag ich das. Meist auch ins Gesicht. Allerdings sage ich es auch so, dass ich ihn nicht beleidige. Ich bin jetzt keiner, der zu jemandem geht, ey du, ich hasse dich, du Arschloch, ich will, dass du dich jetzt verziehst. Nee. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann würde ich keine Freunde haben. Und dann weiß man selber nimmer, was man sagen wollte. Ist so. Ich meine, wenn die schon meinen, bei ihrem Game zu labern, dann können sie wenigstens auch mal eine Bildschirmübertragung reinmachen. Das machen die ja auch manchmal nicht. Ich habe das Gefühl, die zocken deswegen zusammen im Voice etwas und labern uns rein, einfach nur, weil sie uns abfacken wollen. Einfach nur, weil sie wahrscheinlich aufmerksamkeitsgeil sind und wissen, dass andere Leute das stört.
Aber leider sind sie halt von ihrer Art und Weise her einfach so eine Persönlichkeit, dass sie sich nicht um die Meinung und Gefühle anderer Menschen interessieren. PS, das ist nur meine Auffassungs... Es ist nur meine... meine Sichtweise. So wie ich diese Person sehe. Obwohl, ich glaube, Lake hat mir schon mal gesagt, dass es ihn nicht interessiert, wie andere über ihn denken. Mich wundert, dass er überhaupt sowas wie Freunde hat, mit seiner Sichtweise. Aber ja, gut. Da könnte ich jetzt auch wieder einen Spruch bringen, aber ich glaube, ich lasse das. Aber kam schon öfter vor, dass ich rausgehauen habe. Ja gut, der Grund, warum er Freunde hat, ist ganz easy. Asoziale Leute fühlen sich wahrscheinlich auch bei asozialen Leuten am wohlsten. Und natürlich sind solche Leute meist auch miteinander befreundet. Egal, Themawechsel. Wir weichen ab. Was hattet ihr heute zum Mittag? Ich brauche noch 30.000 Sushis für VIP. Oh, da hast du aber schon fleißig gespart. Das heißt, 20.000 hast du schön. Du redest und dann redet sie eher da rein. Ist nicht böse gemeint. Ja. Ich meine, gestern hatten wir ja auch ab und an das Problem. Aber da habe ich dann irgendwie aufgehört, mich darüber aufzuregen, weil ich glaube, die Person da mit mir im Voice hat das ein bisschen zu sehr persönlich aufgefasst. Dabei war das gar nichts Persönliches. Ich kann es verstehen, wenn dort im Chat etwas reingeschrieben wird, dass man darauf antworten möchte. Aber so wie ich halt auch warte, bis die Person da im Voice aufgehört hat zu reden, bevor ich mit meinem Chat weitermache, so dachte ich mir in dem Moment doch auch, wie wär's denn, wenn du mich mal auch mal reden lässt? Es ist in Ordnung, dass bei dir im Chat geschrieben wird, aber du musst doch jetzt nicht den Chat laut vorlesen, wenn ich noch mitten in meinem Satz bin. Aber das habe ich mir dann nicht getraut zu sagen, weil ich schätze Akina als eine Person ein, die sehr schnell viele Dinge falsch aufnimmt. Obwohl das nicht böse gemeint ist. Das Drama bei mir im Discord vorhin war das perfekte Beispiel. Wahrscheinlich hat es Euli nicht mal böse gemeint. Und Akina hatte auch irgendwie was Falsches gedacht und dann sind die aneinander geraten, obwohl das gar nicht so war. Ich weiß gar nicht genau, um was es da ging. Ich glaube, weil Chaos-Euli gestern bei mir im Chat war und gerade nicht bei ihr und hat Akina wohl gedacht, er ignoriert sie, obwohl das gar nicht so war. Ja, und dann, na, da brach halt Streit aus. Miau. Obwohl, gut, bei mir passiert das auch manchmal. Manchmal rege ich mich auch in meinen Telegram-Gruppen darüber auf, dass ich ignoriert werde, obwohl ich jetzt schon das dritte Mal Guten Morgen geschrieben habe. Oder das dritte Mal geschrieben habe, hey, wie geht's euch so? Da gebe ich zu, da bin ich dann vielleicht auch irgendwann mal angepisst. Wenn einfach die Leute die Nachricht lesen und nicht antworten, aber kaum schreibt man ein anderer Guten Morgen, sofort darauf geantwortet wird. Da ist es dann aber auch berechtigt, dass ich ein bisschen sauer werde. Weil besonders wenn diese Personen dann darauf antworten, die meine Nachrichten auch schon gelesen haben und nicht geantwortet haben. Habe ich nicht gerade gesagt, wir wollen einen Themawechsel machen? Jetzt sind wir immer noch bei dem Thema. Brot mit Wurst. Nice. Was anderes werde ich mir heute auch nicht machen können. Obwohl, das stimmt nicht. Ich habe immer noch ganz viele Kartoffeln auf Lager. Ich habe auch noch Eier hier. Ich könnte mir ein schönes Omelett oder Bratkartoffeln zaubern. Okay, in meinem Gehirn bekomme ich einen Ständer. Ich mache mir heute Bratkartoffeln. Ach, meine Gedankengänge sind manchmal toll. Aber Fakt ist, wenn du gerade an irgendetwas zu essen denkst und dir in der Hose eine abgeht, weißt du, dass du das jetzt essen möchtest. Gut, in meinem Falle kann ich das ja erst nachher machen. Aber ich bin ein Genießer. Wenn ich gutes Essen esse, ihr wisst nicht, wie das in meinem Kopf abgeht. Ich bin im siebten Himmel, das glaubt ihr mir gar nicht. Es ist sogar schon mal passiert, dass im Discord-Voice jemand mit mir geredet hat und er also wirklich direkt mich auch angesprochen hat und ich dann wirklich 3 Sekunden später nochmal fragen musste, sorry, was hast du jetzt gesagt? Weil ich gerade so sehr mit dem Essen vertieft war, dass, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn euch das Essen so gut schmeckt, dass ihr eure Umwelt aufhört wahrzunehmen? Das passiert mir einfach so oft. Ich schwöre übrigens, ich mache das nicht mit Absicht. Aber ich bin da manchmal in so einem Moment. Ja, alles gut. Meine Wortwahl ist manchmal ein bisschen lustig. Diesen Moment betitle ich übrigens auch als Mundorgasmus. Ich meine, bestes Beispiel dafür ist der Anime Food Wars. Da kriegen die ja auch wahrlich einen Höhepunkt, wenn sie gutes Essen essen. Wer den Anime geguckt hat, weiß, was ich meine. Aber genauso wie in diesem Anime.
Genau so fühle ich mich, wenn ich wirklich etwas richtig, richtig Geiles esse. So, wer hat jetzt eigentlich alles Hunger? Ich meine, ich rede die ganze Zeit übers Essen. Bei mir ist halt so, ich weiß nicht, was ich in Telegram antworten soll. Auch ist doch auch in Ordnung. Aber ich gehe schon davon aus, also ist jetzt nicht direkt an dich gerichtet. Ich meine jetzt einfach die typischen Leute, die sonst immer nicht antworten. Wenn ich morgens in meine Telegram-Gruppe Guten Morgen reinschreibe und ich 5 Minuten später sehe, dass es 10 Personen gelesen haben und keiner von denen mal Guten Morgen zurücksagt, was ja nun wirklich nicht schwer ist, und dann irgendjemand anders irgendwas anderes reinschreibt, was nichts mit meinem Guten Morgen zu tun hat, und darauf dann die Leute antworten, dann bin ich halt wirklich angepisst. Gebe ich ehrlich zu. Und weil das in den alten Gruppen extrem übertrieben wurde, habe ich die auch gelöscht. Das ist der Grund, wieso ich alle meine Telegram-Gruppen einmal neu erstellt habe. Weil mir da einfach zu viele Personen drin waren, die mich ständig ignoriert haben. Das klingt vielleicht gerade sehr eingebildet und vielleicht ist es das auch. Aber ja, ich hasse es, wenn man mich ignoriert. Ich werde da sehr schnell eifersüchtig. Und auch das ist teilweise ab und an ein Auslöser meiner depressiven Phasen. Zum Teil ist es zwar meine Schuld, dass ich so denke, aber zum Teil kann ich halt auch nichts dafür, weil die Depressionen, die sind halt noch nicht weg. Es ist zwar in den letzten Jahren besser geworden, aber es ist noch nicht komplett geheilt. Falls man sowas überhaupt heilen kann, keine Ahnung. Da ist Johnny wieder, Hallöchen. So, das hast du noch nie gehört. Shit, jetzt habe ich das zu spät gelesen. No, ich weiß den Kontext nicht mehr. So, das passiert mir, wenn ich Musik höre. Aber Musik hören passiert mir das auch ganz oft. So langsam bekommst du Hunger. Ah, lass mal du, ich auch. Ich werde mir nachher wirklich ein bisschen Bratkartoffeln machen. Ich habe einen 25 Kilo Sack Kartoffeln hier. Der wird mich ernähren. Ja, Kingorachi, ich habe auch Lust auf Bratkartoffeln. Miau, ich habe gerade schon was gegessen. Du bist satt. Ja, wunderschön. Was gab's bei dir? Ich ignoriere niemanden. Ich schreibe einfach nicht mehr, weil meine Nachrichten eh immer ignoriert werden. Oh, bei mir kann ich dir garantiert sagen, zumindest im Privatchat, es kann bei Telegram privat passieren, dass ich länger brauche zum Antworten. Aber sobald ich die Nachricht lese, antworte ich in der Regel auch. Ich bin keiner, der andere ghostet. Es kann passieren, aber da muss man. Also, da muss ich eine Person schon sehr, 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 sehr dolle hassen, dass ich das wirklich mal mache. Also, wenn ich eine Person hasse, dann blockiere ich die lieber, anstelle sie zu ghosten. Weil dann nervt mich diese Person ja auch nicht mehr. Es geht um die Gruppen. Also, das fühle ich auf jeden Fall. Ich bin in so vielen Telegram-Gruppen und bin auch in so vielen Gruppen inaktiv, einfach weil. Einfach weil die das da alle nicht mal hinbekommen, einen guten Morgen zu schreiben. Es ist halt jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag und jeden Morgen in den Chat habe. Wenn ich halt einfach mal einmal pro Woche reinschreibe, ey, guten Morgen Leute, ich bin mal wieder da, wie geht es euch? Und keine Sau antwortet, weiß ich nicht, da fühlt man sich halt einfach echt fehl am Platz. Oh, der Kampf ist übrigens sehr spannend. Und warum ziehe ich so wenig ab? Habe ich noch einen Trank im Inventar? Ja, okay, gut, den setze ich mal ein. Hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich einen Trank brauche. Aber ich wollte mir die XP jetzt auch gönnen. Warte mal, bin ich immer noch kein Level up? Ja, Robby zu trainieren ist ein bisschen schwieriger. Ich bin süß. Nee, du. Du bist süß. Waffeln. Oh, Waffeln sind geil. Oder soll ich mir ein Schnitzel machen mit selbstgemachten Pommes? Ja, ganz wie du magst. Iss, was dir schmeckt. Apropos Pommes, ich habe auch noch Kroketten im Kühlschrank. Die muss ich auch noch machen. Die sind nämlich nicht tiefgefroren. Die sollte ich vielleicht sogar jetzt als erstes machen. Weil sonst ist die Salmonellengefahr irgendwann sehr hoch. Die muss man eigentlich im Tiefkühler lagern. Bei PMs bin ich meist eher so, dass ich möglichst schnell antworten möchte. Es gibt halt auch mal die Momente, wo man einfach nicht am Handy ist und das ist auch in Ordnung. Und, oder falls man halt die Nachricht auch gerade sieht, aber gerade keine Zeit zum Antworten hat, kann ich voll verstehen. Aber da muss ich wirklich die Person dann darum bitten, ey, wenn du mir gerade nicht antworten kannst, dann geh aber bitte auch noch nicht in den Chat rein. Wenn ich sehe, du hast sie gelesen und antwortest nicht, dann fühle ich mich auch wieder schlecht.
Das ist auch wirklich so eine Eigenart von mir. Ich fühle mich besser, wenn die Nachricht ungelesen ist, als wenn sie gelesen ist und er keine Zeit zum Antworten hat. Bin ich komisch? Und oh mein Gott, ist das Radfratz mächtig. Opi ist schwach. Mhm. Dr. Sofakin, Sect C. Okay, hello. On your way to Pewter City. Oh, No, Mist. I'm dead. Was ist denn die, was heißt diese Stadt auf Deutsch? Weiß das gerade jemand? I don't know the city names in German, in English. I'm sorry. No. But I can say I'm at the beginning of this game. Meow. Okay, warte mal. Diesen Satz, den möchte ich jetzt mal kurz übersetzen. Jetzt bin ich neugierig geworden. Meow.